Heute möchte ich dir zeigen, wie ich Mayonnaise mache. Ich kaufe es schon seit sehr vielen Jahren. Keine Mayonnaise, keine Aioli mehr. Ich mache es selber. Es ist sehr schnell mit diesen Zutaten zubereitet. Ich habe schon viele Sorten ausprobiert und das hier mit dem frischen Bio-Ei schmeckt es uns am besten. Die Eier vor der Benutzung, also noch in rohem Zustand, wasche ich richtig gut mit heißem Wasser ab. Dann kommen alle Zutaten für die Mayonnaise einfach in das hohe Gefäß. Da nehme ich auch für die Mayonnaise etwas Süße, so halber Teelöffel, paar Tröpfchen von Ahornsirup. Und dann setze ich meinen Pürierstab direkt in das Gefäß rein auf den Boden. Sofort, also abstellen. Und dann ganz langsam hochziehen. Mit der linken Hand drehe ich ganz leicht mein Gefäß, damit es alles gleichmäßig mitgenommen wird. Und hier seht ihr in 10 Sekunden, ich habe hier die Zeit, reelle Zeit auch gelassen, ich ganz schnell eine leckere Mayonnaise gezaubert habe. Da wir auch gerne Aioli essen, mache ich aus der Hälfte von dieser Portion etwas Aioli. Dazu kommt meine Knoblauchpaste und etwas rosenscharfe Paprikapulver rein und es wird einmal vermischt. Und fertig sind 2 leckere Dips. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald!